Kollegen. Heute hier bei FCDP Fishing auch unser erstes Video am Wasser. Wie ihr gesehen habt, haben wir den Aufbau schon getätigt, sind auch schon fleißig am Fischen. Momentan ist es so, dass das Wetter sehr gut aussieht. Wir haben schöne Sonne, ca. 19 Grad momentan. Wirklich, wirklich sehr angenehm. Zielfisch wird heute sein, der Karpfen unter anderem, Weißfisch auf Pose. Im Normalfall versuchen wir natürlich die Nacht über die größeren und kapitaleren Fische zu fangen mit Boilies oder sonstigen Ködern wie Maisketten. Wir wollen mal gucken, was heute geht und ja, wollen wir mal sehen. Ich würde sagen, Petri heil und dann gucken wir mal, was geht. Zu unserer Posenmontage. Hier habe ich eine feststehende Pose mit 4 Gramm, die ordnungsgemäß ausgebleitet ist. Wichtig immer beachten, natürlich den Karabiner dort auch mit einzuberechnen in der Grammzahl. Ein 40 cm Vorfach, auch dort nochmal ein kleines Stück Blei, einfach um die Wurfeigenschaften ein bisschen zu verbessern. Als Köder benutze ich jetzt ein Stück Mais und dann gucken wir mal, wen wir heute noch überlisten können. So, und jetzt ab in den Baum! So, hier haben wir nun auch unseren ersten Biss. Klein, aber fein. Wir sehen, der Bestand ist da. Hier haben wir eine schöne Rotfeder. Und unsere Montage funktioniert. Tada! Numero uno! So, liebe Kollegen, jetzt kommen wir zu unserer Köderpräsentation. Wir haben zum einen die handelsüblichen Maden, die man bekommt in jedem Angelladen natürlich. Dazu handelsüblichen Mais, den nehmen wir allerdings nur zum normalen Köderangeln, nicht für die Maisketten, da dafür einfach zu weich ist. Wir haben verschiedene Sorten von Boilies und Pop-Ups. Diese nutzen wir eigentlich größtenteils für die Nacht. Dazu auch natürlich den ein oder anderen Dip. Das ist jetzt bloß eine kleine Auswahl. An sich versuchen wir heute die Köder relativ hell zu gestalten. Wir haben ziemlich trübes Gewässer. Das bedeutet, wir werden eher auf die hellen Farben der Boilies gehen, um den Köder einfach besser am Grund zu präsentieren. Ja, und dann gucken wir mal, was geht. Zu unserer Karpfenmontage. Da ist es eigentlich relativ einfach erhalten. Ich persönlich nutze gerne einen Inline-Blei, in dem Fall hier ein Krallenblei, danach ein Anti-Tangle-Schlauch, ein Knotenschoner, das heißt also eine Perle, dazu ein Wirbel, ja, Vorfach mit einem Haarhaken. Ja, und jetzt würde ich sagen, probiere ich es heute erstmal mit Krabbe und Muschel. Mal gucken, was wir da mit bezwecken können und dann wollen wir hoffen, dass wir euch damit auch noch den einen oder anderen Fisch präsentieren können. We'll be right back.
heute der erste Einsteiger die Nacht. 56 cm. Wir hoffen, dass noch mehr geht. So, kurzer Zwischenstand. Ja, wir haben es jetzt so bald um 5. Die Nacht ist ziemlich neblig. Das Posenangeln wird jetzt auch immer schwerer. Ja, bis jetzt blieb es halt bei dem einen Karpfen und dem einen Brassen. Ja, ich denke mal, ich werde mich jetzt erstmal für eine Stunde, zwei Stunden hinpacken. Und dann gucken wir mal, was der morgen noch bringt. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht heute noch euch den einen oder anderen Fisch noch zeigen können. Ziemlich viel Bewegung auf dem frühen Morgen hier im Wasser. Allerdings leider nur an der Oberfläche. Ich hoffe, dass er dir nicht in die andere Schnur schwimmt. Den Köcher. Moment. Hier ist der Köcher. Wenn du Hilfe brauchst, sag. So, der frühe Morgen bringt das Glück. Fisch Nummer 3. Eine schöne Karausche. Sauber gehakt in der Lippe. So, die Karausche geht wieder ihren Weg.